Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du ein 60 € PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Breaking News für Black Ops Cold War und wer hätte es gedacht, wer ist überrascht davon? Die Season 1, die eigentlich ursprünglich und seit Wochen so geteased wird, am 10. Dezember rauskommen sollte, kommt nicht am 10. Dezember raus. In den letzten 2 Wochen hat es dann zwischendurch gehießen, die wird am 13. Dezember rauskommen, 3 Tage später. Jetzt hat Activision und Treyarch zusammen mit Tony Flame, David von der Haar, alle die dafür verantwortlich sind, auf Twitter die Marketingkampagne sozusagen gestartet und überall steht plötzlich ohne Erklärung, ohne Entschuldigung, ohne alles 16. Dezember. Das bedeutet für uns, wir werden all die Sachen, die eigentlich zur Season 1 kommen sollen, eine ganze Woche später bekommen. Generell habe ich damit erstmal kein Problem. Sollte man mit einem Game und geplanten Updates nicht schnell genug sein, nicht hinterherkommen, irgendwas nicht fertiggestellt haben, dann habe ich es lieber, dass so ein Update eine Woche später kommt, auch wenn es anders geplant ist, und dafür hat man die Sachen dann aber fertig. Dann sind die Bugs gefixt, dann sind die Waffen neu getuned, dann sind die Maps ordentlich und. Wenn man jetzt aber darauf schaut, dass alles, dass das, was wir jetzt spielen, für mich und für viele von euch eigentlich nur eine erweiterte Beta ist. Wir haben irgendwie 2 neue Maps dazu bekommen, gefühlt 3 neue Waffen. Das sind wirklich ganz, ganz kleine Sachen, die seit der Beta und seit der Alpha eigentlich nur dazugekommen sind. Es fehlen immer noch verschiedene Spielmodi, unter anderem werden wir Capture the Flag mit der Season 1 bekommen. Ein Modus, der für mich einfach zum Release von dem Game schon mit reingehört. Und all diese Sachen, die wir jetzt in der Season 1 bekommen werden, 3 neue Waffen, 4 neue Maps, wir werden 2 gegen 2 Gunfight bekommen mit 4 Maps zum Start. Wir werden eine neue Map für Dirty Bomb Fireteam bekommen. Wir werden Warzone als Integration mit Black Ops Cold War bekommen. Das heißt, ihr werdet dann Perks, Waffen aus Cold War in Warzone spielen können. Fragt mich bitte nicht, wie das mit den Perks dann funktionieren wird. Ich weiß es auch noch nicht, es gibt dazu keine Info. Ich vermute, dass zum Beispiel das Geist-Perk, so wie wir es hier haben oder wie wir es drüben haben, dass es ähnlich funktionieren wird wie in Modern Warfare. Die gesamten Spielmechaniken aus Modern Warfare werden ebenfalls in Warzone weiterhin so gehen. Das heißt, Türen öffnen, das Aiming, die Beweglichkeit. All das wird nicht von Black Ops übernommen, sondern von Modern Warfare. Ihr müsst euch vorstellen, wir kriegen im Prinzip einfach nur eine neue Map, ein paar neue Waffen dazu, die in Black Ops natürlich sich ein bisschen anders verhalten als in Modern Warfare. Und ansonsten bleibt Warzone dasselbe Spiel, wie es jeder seit einem Jahr kennt. Zusätzlich bekommen wir einen neuen Modus, eine neue Karte in Warzone. Und wir kennen das alle noch aus dem Black Ops Universum. Da hatten wir Alcatraz, eine kleine Version, die bei sehr vielen Leuten von euch sehr, sehr beliebt war. Das Ganze wird jetzt dieses Mal bei Verdansk sein, allerdings heißt es Rebirth Island. Und so wie die ersten Leaks und Images aussehen, ist Rebirth Island eine fast Kopie von Alcatraz. Ist sehr ähnlich, sieht sehr ähnlich aus, spielt sich wahrscheinlich sehr ähnlich. Das heißt, das wird dieser neue Side-Modus sein, den wir in Warzone ab dem 13. Dezember dann bekommen, in der Hoffnung, dass es dann auch ordentlich funktioniert. Zusätzlich ist es so, dass man jetzt einfach festhalten muss, dass das, was wir aktuell spielen, wie gesagt, eine eigentlich erweiterte Beta ist. All das, was jetzt dazukommt, nochmal 3 neue 6 gegen 6 Karten, der 2 gegen 2 Gunfight-Modus, noch 1, 2 Waffen dazu, 1, 2 6 gegen 6 Maps. All diese Sachen gehören für mich eigentlich zum Release von dem Game, was schon über 4 Wochen her ist. Das Ganze wird nochmal eine Woche verschoben. Generell habe ich damit erstmal kein Problem, wenn die Sachen dann wirklich alle fertig sind, aber ich habe einfach das Gefühl, dass dieses gesamte Jahr, und das merken wir auch an diesem Verschieben von dem Update jetzt schon wieder, dass das gesamte Jahr eigentlich nur unter dem Stern steht, dass Treyarch zusammen mit Binox und mit allen Entwicklerstudios, die hier zusammenarbeiten, irgendwie so eine Art Jagd veranstalten. Und zwar immer hinterher. Wir sind immer hinterher und haben immer weniger Zeit und müssen immer mehr Sachen rausbringen. Was bedeutet, wir haben letzten Endes ein fertiges Spiel erwartet, haben einen vollen Preis dafür bezahlt, die für PS4 und PS5 dieses Cross-Bundle gekauft haben, noch 10 Euro mehr, so wie ich, und haben immer noch kein fertiges Spiel und werden auch noch mehrere Updates drauf warten. Wir haben unglaublich viele Bugs, Glitches,
Vielen von euch ist die Dark Matter Camo einfach nach dem Restart weggehauen worden. Oder die Gold Camos oder Diamond oder. Viele dieser Sachen sind für mich einfach nicht akzeptabel. Ein weiterer Grund, warum sie diese Season einfach verschoben haben, ist, glaube ich, aber nicht nur, dass sie mit den ganzen Sachen nicht fertig geworden sind und immer noch eine Woche mehr brauchen, sondern eins der am meist gehyptesten Spiele der letzten Jahre und ich bin der Meinung auch zu Recht gehypt, Cyberpunk, kommt zeitgleich am 10. Dezember raus. Cyberpunk 2077 ist ein Game, worauf ich richtig Lust drauf habe, was ich auch definitiv spielen werde. Es ist eigentlich keine direkte Konkurrenz für Call of Duty, aber ich glaube, dass Activision und Treyarch beide gesehen haben, dass wir aktuell in einem Status sind, wo Call of Duty so ein bisschen in der Schwebe ist. Die Community weiß nicht ganz genau, wie gut wird es jetzt noch mit den Updates, wird es vielleicht noch schlechter als es ist oder wird es schlecht generell, kommt mal drauf an, aus welchem Punkt man das sieht. Und Cyberpunk released am 10. Dezember, die haben ihr Game auch mehrmals verschoben mittlerweile. Der Hype, der dort aber aufgebaut wurde mit dieser Marketingkampagne, ist absolut riesig. Und ich glaube, dass sie auch diese Woche mehr für sich gewählt haben, damit sie nicht am 10. Dezember mit dem neuen Update direkt in Konkurrenz zu Cyberpunk treten müssen. Als Entschuldigung und als Entschädigung dafür, dass wir jetzt eben dieses neue Update, das große Update, später bekommen, ist es nun jetzt einmal so, dass wir vom 8. Dezember an zum einen ein neues Update bekommen. Dieses Update wird einfach nur vorbereitend auf das sein, was wir dann eben an neuen Sachen bekommen. Und ihr erhaltet vom 8. bis zum 13. Dezember Double XP, Double Waffen XP. Das ist für Double Waffen XP erstmal gar nicht so schlecht. Finde ich in Ordnung, denn das Leveln von den Waffen ist relativ langsam. Egal ob Fireteam Dirty Bomb oder Zombie oder Multiplayer, egal wo man spielt, allzu schnell ist es nicht. Was mich ein bisschen wundert und ein bisschen ärgert ist, dass wir das gleiche Level-Cap-Problem haben, was wir im letzten Jahr bereits hatten. Viele von meinen Abonnenten, und die haben mir das geschrieben, spielen ihre Waffen nicht mehr weiter auf Gold, weil sie keine XP dafür aktuell bekommen, wenn sie schon bei Level 100 sind. Das bedeutet, diese Double XP bringt eigentlich nur den wenigsten was, denn die meisten von euch sind mittlerweile bei Level 100. Da muss ich mich tatsächlich ausnehmen und das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Mir persönlich mit dem Skill-Based Matchmaking macht Warzone oder beziehungsweise Black Ops Cold War eigentlich keinen Spaß. Seit vorgestern bin ich schon teilweise dabei, dass ich einfach auf dem Balkon mal eine rauchen gehe oder auf der Couch sitze und Fernsehen gucke und zwischendurch ein bisschen auf den Controller drücke und Reverse Boost in Anführungsstrichen. Einfach nur, um 3-4 Runden zu haben, die mir im Nachhinein dann ein bisschen Spaß machen. Und ich kann euch eins sagen, in normalen Lobbys, es geht nicht darum, dass die Lobbys absolut easy sein sollen, aber in normalen Lobbys, wo nicht jeder so spielt wie ich oder nicht jeder gleich gut ist, habe ich so viel Spaß an dem Game. Ich kann Waffen ausprobieren für Videos, die ich sonst in einem normalen Game nicht nehmen kann. Ich habe vorgestern versucht, für die Bullfrog ein Video aufzunehmen mit den Stats, mit den Waffeninfos, mit allem möglichen und habe es in ganz normalen Lobbys gespielt und ich habe 5 Runden gehabt und ich bin doppelt negativ gegangen, weil ich nur gegen eine M16, gegen die AUG oder MP5 gespielt habe. Das ist zum einen für mich einfach sehr frustrierend, weil ich auch Call of Duty nicht nur für YouTube mache, sondern weil ich es einfach auch in meiner privaten Zeit sehr gerne spiele. Und Skill-Based Matchmaking in der Form, wie es ist, sorgt einfach dafür, dass meine Verbindungen inkonstant sind, dass die Lobbys sich immer gleich anfühlen. Generell, es nimmt einfach sehr viel Spaß und das finde ich absolut schade. Es gibt ein, zwei Modi, in dem Skill-Based Matchmaking ein wenig anders funktioniert. Dazu will ich aber später einmal kommen. Das sind erstmal die grob wichtigsten Infos, die wir zur neuen Season haben. Das heißt, wir werden ab dem 13. die Season 1 erst bekommen. Solltet ihr euch zwischen dem 8. Dezember und dem 12. Dezember aber einloggen in Black Ops Cold War, ihr müsst nur eine Runde spielen, ist egal was ihr spielt, egal wie erfolgreich, nur fürs Einloggen eine Runde spielen, gibt es 2 Bundles als gratis Geschenk sozusagen dazu. Da ist eine Blueprint-Variante von einer Waffe, die ich aktuell nicht kenne. Da sind ein paar Waffentalismane, Calling Cards sind da drin, Visitenkarten generell. Da ist ein bisschen, ich sag mal, Unfug, ein neuer Waffenscharm ist mit drin. Nichts Besonderes, was man unbedingt haben muss. Aber zur Info solltet ihr also planen, irgendwie diese Sachen möglichst immer zu bekommen. Zwischen dem 8. Dezember, das heißt ab übermorgen, und dem 12. Dezember einmal kurz einloggen, dann habt ihr die Sachen und seid durch damit.
Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was haltet ihr davon? Würdet ihr sagen, es ist vollkommen legitim, dass Treyarch und Activision das Ganze verschieben, damit das Update dann wirklich gut ist und damit wirklich alles mit drinne ist und damit man fertig geworden ist? Oder seht ihr es so ein bisschen wie ich und sagt, wir haben einen vollen Preis bezahlt? Es ist nicht die Schuld von dem Kunden, dass wir so eine Pandemie hatten und dass das Studio irgendwann übernehmen musste und dass Sledgehammer Games das irgendwie in einem schrecklichen Zustand hinterlassen hat. Lasst mich das gerne wissen, Leute. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Ich würde mich riesig drüber freuen. Vielen Dank, auf Wiederhören.